Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Eigentlich sollte heute ein anderes Video kommen. Es ist Mittwoch um 16 Uhr. Ich habe bis eben auf die Post gewartet, leider kam das Paket nicht. Deswegen habe ich mir für heute gedacht, machen wir ein Fullface mit neuen Drogerieprodukten, mit Drogerieneuheiten, die ihr jetzt in der Drogerie findet. Und ich bin gespannt, was ihr zu dem Look sagt. Ich bin gespannt, wie die Produkte in Kombination wirken. Ich würde vorschlagen, wir legen auch gleich los. Schön, dass ihr hier seid, Freunde. Ich bin Maxim, ich bin dreimal die Woche mindestens hier. Ab und zu auch viermal, aber das lasse ich euch meistens vorher wissen. Und ich möchte heute mit euch so ein bisschen... Gerade war die Post da, es kam leider kein Paket, sondern es wurde ein Paket abgeholt. So, Freunde, okay. Wir machen jetzt was anderes, denn ich bin gespannt. Ich habe nämlich ein Produkt hier, was neu ist. Was auch heute per Post kam, das ist der neue Concealer von Revolution, der Infinite Concealer, Define Concealer, der 20% mehr Deckkraft haben soll, weil 20% mehr Pigment drin ist. Ich mag den alten, ich mag die Hydrate-Version und jetzt kam dieser hier raus und da bin ich wirklich sehr, sehr, sehr gespannt. Aber wir machen erstmal los mit Primer. Da ist mehr oder weniger neu von Rival Loves Me der Blur Primer. Den mag ich total gerne, der ist super, super günstig, Den gab es mal in der Limited Edition, glaube ich. Der ist jetzt im Standardsortiment und ich liebe diesen Primer. Meine Haut ist so trocken im Moment und der versorgt eure Haut einfach richtig, richtig gut mit Feuchtigkeit. Dann möchte ich eine Foundation benutzen und die ist auch recht neu, hier in Deutschland zumindest, aber einer meiner absoluten Lieblingsfoundations im Moment und das ist die Maybelline Dream Radiant Liquid Foundation. Ihr könnt sehen, ich habe schon ein bisschen was benutzt. Die Farbe passt perfekt zu mir. Das ist eine super schöne neutrale Deckkraft. Neutrale Deckkraft. Was ist eine neutrale Deckkraft? Das ist eine Deckkraft, die man gut aufbauen kann, die gut zu vielen Leuten passen. Sie ist nicht zu cakey, sie ist nicht zu schwach. Also sie funktioniert für mich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich habe die erste schon geliebt. Die Farbe ist hier wirklich ein Color Match, eine 11 auf jeden Fall. Und nee. Ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr die Farbe findet, aber ich glaube, das ist hier einer mit der bestpassendsten Foundations, die ich habe. Und deswegen benutze ich die auch gerne. Die hält nicht so ewig lange, aber sie tut auf jeden Fall das, was sie soll, und zwar abdecken und schön aussehen. Ich bin ein bisschen enttäuscht, weil ich halt seit 3 Tagen auf ein Paket warte und ich eigentlich die Review heute für euch machen wollte. Und ich wirklich gedacht habe, dass heute das Paket kommt. Und ich habe jetzt bis 16 Uhr gewartet. Ich habe Videos vorgedreht gehabt. Ich darf die aber noch nicht online stellen. Deswegen bin ich jetzt so ein bisschen gestresst. Ich hoffe, ihr merkt das nicht zu doll. Aber es ist 16 Uhr. In 3 Stunden soll dieses Video online gehen. Und ich sitze hier ganz entspannt und arbeite meine Foundation ein. Also sie sieht wunderbar aus. Ich liebe diese Foundation. Sie fühlt sich richtig, richtig gut an. Und sie strahlt. Okay, und jetzt kommen wir zu dem spannendsten Teil, und zwar dieser Concealer. Der ist riesig, riesig groß. Das Fläschchen sieht einmal so aus. Und wir haben in diesem Concealer 9 Milliliter. Also das ist schon viel, finde ich. Das Füßchen ist auch Tarte Shape Tape Füßchen 1:1. Und ich habe die Farbe C6 genommen. Okay, der sieht aber heller aus als die C6 sonst. Und wir machen erstmal eine halbe Seite. Ich fange meistens immer erst hier an und blende mir das hier so ein bisschen am Rand aus. Und ich bin gespannt, ob der jetzt wirklich 20% mehr Deckkraft hat. Das ist halt immer so schwierig zu sagen, finde ich. Ob es jetzt 20%... Okay, doch. She's white. Ich mache mal hier gleich schon mal so ein bisschen hin, sonst habe ich gleich zu viel benutzt. Sieht auf jeden Fall gut aus. Farblich... Okay, allerdings, ich dachte, dass das der Conceal and Hydrate mit mehr Coverage ist. Das ist aber der normale, also der erste Concealer von denen, der ja auch so durch die Decke gegangen ist. Sieht aber gar nicht schlecht aus. Ich mag den ja gerne. Er ist nur ein bisschen trocken. Okay, also er hat definitiv sehr, sehr viel Pigment drin. Ihr seht, dass ich so ein bisschen struggle, das Ganze auszublenden. Normalerweise wird ja so ein Concealer so ein bisschen weicher zum Rand hin, aber... Das ist hier echt schwer, weil es ist extrem viel Pigment hier mit drin. Das hätte ich nicht gedacht. So, wenn jemand sagt, da sind 20% mehr Pigment drin, ich vertraue dem Ganzen nicht. Aber Freunde, dafür bin ich da, um das herauszufinden. Und vom ersten Eindruck würde ich jetzt auch sagen, das stimmt. Also es ist
sehr, sehr hell unter meinen Augen. Ich sette das Ganze und benutze dazu von Rival Loves Me das Marshmallow Puder. Das ist unter den Augen auch spannend. Ich gehe jetzt mit dem Pinsel rein und sette das nur so ganz leicht. Also ich bake den Concealer nicht, weil ich erinnere mich, dass der ein bisschen trocken war. Zum Baken ist das nicht geeignet, aber es ist ja auch ein gepresstes Puder, also ist Baken damit schon ein bisschen schwierig. Was ich damit sehr, 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 sehr gerne mache, ist, ich nehme die Spitze von meinem Schwamm und gehe damit unter meine Kontur, wenn ich den jetzt schon eine gezogen hätte, und sette damit so ein bisschen das Make-up darunter. Und das Ganze hält das Ganze auf. Das Ganze hält das Ganze auf. Es wird hell und sieht sehr, 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 sehr schön aus. Ich gehe auch nur so ganz leicht über meine Augen und der Concealer gefällt mir richtig, richtig gut. Ich möchte auch ein bisschen Blush benutzen und da möchte ich heute mal was anderes ausprobieren. Das ist nämlich, wir nehmen Lippenstift als Blush. Und zwar habe ich hier von Catrice aus dem neuen Catrice Update zwei Lippenstifte, die Full Satin Lippenstifte, einmal in 50. Das ist einmal diese Farbe hier. Krass. Mit dem Hintergrund kommt genau dieselbe Farbe raus, wie sie auch in echt ist. Ich gebe mir davon so ein bisschen was auf meinen Handrücken, wärme das Ganze so ein bisschen auf und nehme jetzt meinen Schwamm, gehe hier rein und platziere mir das hier hin und wärme das Ganze so ein bisschen auf. Ich finde, Cream Blushes sind super, super schön. Es ist immer so ein bisschen schwierig, die zu verarbeiten. Aber ich liebe diese Farbe. Wow. Und der Concealer ist der Shit, Freunde. Ich muss jetzt gerade mal kurz so ein bisschen näher rangehen. Ich hole euch auch gleich ein Stückchen näher ran, dass ihr das Ganze so ein bisschen sehen könnt. Aber, mega. So, ich habe euch jetzt einmal ein Stückchen rangeholt. Ich sehe noch ein bisschen hell unter meinen Augen aus. Deswegen konturiere ich einmal ganz kurz. Und dazu. Nee, das wird nichts. Ich wollte eigentlich diese Lidschattenpalette benutzen und diese Farbe hier zum Konturieren benutzen. Die sieht aber recht rot aus. Also der Blush ist sehr, 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 sehr pink, aber wenn ich ehrlich bin, liebe ich es. Ihr seht, der Concealer hat wirklich alles abgedeckt, was da war. Okay, bin ich schock. Revolution High. Für meine Augenbrauen benutze ich auch ein neues Produkt und das ist die Pomade, auch aus dem neuen Catrice Update, die 3D Brows. Ich habe tatsächlich die hellere und gehe auch gerne in die hellere Farbe mit rein und setze mir das hier hin. Und mach damit eine halbwegs natürliche Braue. Ich liebe es im Moment mit zu hellen oder vielleicht im Vergleich zu sonst perfekten, farbabgestimmten Augenbrauen auf die Straße zu gehen. Ich finde, das sieht halt etwas natürlicher aus. Die ist super gut, super günstig und müsste jetzt auch demnächst in die Drogerie einziehen. So nach und nach werden die Drogerien ja immer so ein bisschen befüllt. Jetzt, Freunde, kommen wir zur Lidschattenpalette. Die gibt es, glaube ich, gerade in einer Limited Edition. Und das ist die The Nude Edition von Essence. Sieht einmal so aus. Auch eine sehr schöne Palette. Erinnert mich so ein bisschen optisch an eine große Natasha Denona Palette. Wir schauen jetzt aber mal, ob das auch hier Natasha Denona ist. Ich nehme jetzt hier einfach so einen fluffigen Pinsel. First Impression. Ich mag diese Fännchenart nicht. Das ist halt immer recht günstig und es ist schwierig, nur diese eine. Okay. Diese eine Farbe rauszukriegen. Und die packe ich mir jetzt hier schon mal so ein bisschen in meine Lidfalte. Okay, also das ist eine schöne Transition Shade. Ich finde, in der Kamera kommt sie besser zur Geltung als auf meinem Auge selber. Aber vielleicht liegt das jetzt auch nur auf dem Licht. Krass. Mega. Okay, das ist super natürlich. Die hat extrem viel Kickback, die Palette. Also, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Aber sie staubt halt ziemlich. Aber für so eine schnelle Transition Shade, wow. Ich nehme jetzt hier nochmal einen Pinsel, einen etwas kleineren, fluffigen und gehe in die dunklere Farbe und platziere mir die außen hin für so ein bisschen Tiefe. Ich habe ein Essence-Update-Video gedreht, was aber noch online kommt die Tage. Ich glaube nächste Woche. Da habe ich eine neue Palette von denen getestet und meinte, dass ich diese hier nicht teste. Aber alter Schwede, Freunde, was ist das hier? Seht ihr das? Das ist krass. Also das hätte ich definitiv nicht gedacht. Okay, mega, mega. Ich mische beide Farben so ein bisschen und gebe sie mir in meinen unteren Wimpernkranz. Es ist ein recht natürlicher Look, aber die Palette ist halt auch recht natürlich. Und ich glaube, dass das für den Alltag super schön ist oder für einen Urlaub, wenn man eher so ein bisschen auf natürliche Töne steht, auf ein bisschen softere Looks. Einfach hier diese Palette, die kostet vielleicht 5 € maximal. Aufs Auge. Schöne Schimmerfarbe. Wir nehmen jetzt hier das Gold. Ich nehme jetzt meinen Finger und gebe mir das aufs komplette Lid. Okay, stopp, 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 stopp. Können wir ganz kurz darüber reden,
wie krass Essensqualität geworden ist. Also ich meine, ich erinnere mich an diese günstigeren Paletten aus diesen, ja, Limited Editions oder aus diesen Plastikverpackungen hier. Die waren ja immer, nun ja, wie soll ich sagen, grenzwertig pigmentiert. Das hier ist ja shit. Also ihr seht ja, ich gehe hier einfach nur mit dem Finger ein bisschen rein, habe ein bisschen verblendet. Das waren jetzt keine 2 Minuten, die ich hier was gemacht habe. Und ihr könnt zur Arbeit gehen. Ich benutze jetzt eine Mascara erstmal und auch die ist neu. Die ist von Essence. Das ist die Bye Bye Panda Eyes Mascara. Die habe ich in einem Video schon benutzt, welche ich das, was ich nächste Woche hochlade. Und ich habe da gesagt, dass ich die Mascara ziemlich gut finde. Man konnte aber nicht so viel sehen, weil ich einen Eyeliner getragen habe. Deswegen, Freunde, machen wir das Ganze jetzt hier ohne Eyeliner. Ich curl einmal ganz kurz meine Lashes. Und das Bürstchen, ich habe es euch da auch schon gezeigt. Ich zeige es euch jetzt hier aber nochmal. Das ist ein richtig, richtig schönes, fluffiges Bürstchen. Und damit gehen wir jetzt einfach durch. Tatsächlich trage ich die auch im Moment gerne im Alltag, weil, also sie ist wirklich smudge-proof. Sie verwischt nicht im Laufe des Tages. Es liegt nichts am Ende des Tages unter euren Augen, obwohl sie nicht wasserfest ist. Und sie macht ein schönes Ergebnis. Sie macht richtig schön schwarz. Sie macht jetzt nicht dick. Sie macht jetzt kein großes Drama. Keine Wawawoom-Lashes. Aber sie macht einfach schön schwarz und das passt zu so einem, ja, eher natürlichen, schlichteren Look. Und so sieht das Ganze richtig schön aus. Ich könnte jetzt noch einen Eyeliner ziehen. Mache ich jetzt nicht. Ich nehme jetzt noch einfach hier einen Lip Liner. Das ist der Soft Contouring Lip Liner von Essence in der Farbe Deeply Intoxicated. Sollte ihn vielleicht vorher anspitzen. Und gehe jetzt mit dem Catrice Lippenstift Full Satin 10 einmal rein. Das ist eher so ein helleres Nude. Und bin fertig. Freunde, das ist einmal der fertige Look mit den neuen Drogerieprodukten, die ihr jetzt schon findet oder in ganz, ganz kurzer Zeit. Ich muss sagen, diese Lidschattenpalette, Freunde, ihr habt es gesehen, das ging super einfach, super schnell. Die Mascara, der Lippenstift, ich könnte jetzt hier auch noch so ein bisschen, ja, die Farbe 50 rübergeben, würde dann ein bisschen besser zum Blush passen. Also super, super gut. Ihr seht und das zeigt mir einfach, dass die Drogerie meine einzig wahre Liebe ist. Super schönes Make-up für wenig Geld, super schnell gemacht. Ich bin gespannt, was ihr zu diesem Look sagt und zu den neuen Produkten. Habt ihr sie vielleicht schon in eurer Drogerie gefunden? Dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir das in die Kommentare schreibt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal.